pulling for the dude. Well, there is an ample amount of corporate butt kissers up there, let me tell you. Watch your mouth there, JR. Oopsie doopsie. Now and then. Stone cold. Show it. Oh. Oh, good grief. Wie ich nur renne, irgendwie ist mein Taster kaputt. Kann es auch sein. Machen wir gleich ein neues Pad rein, wenn ich irgendwann die Aufnahme mal kurz pausiere. Okay. Oh, es kommen noch Mick Foley. Er will uns danach haben. So. Event. Ja, Mick. So, geschafft. Oh nein. Ey, man will mich hier anpissen. Ich kann nicht, weil ich jetzt nur noch renne. Stuhl, ja. Danke. The ref is down and Dude Love and Mr. McMahon seem to be conspiring. Oh, calm down, JR. They're just talking things over. Oh, come on, King. They can talk all they want. But Dude's got his back turned. So, pin. Has leveled everybody in the match. Two, the referee is down. Three. Okay. So, Dude Love bekommen. Hatten wir den nicht schon? Nee, war es Mankind? Ich glaube, das war Mankind. Stimmt. Nächstes Event. Rather than fire Austin, Vince McMahon presented Dude Love with opportunity. McMahon has his number one contender. And over the edge, Vince McMahon might have stacked the cards against Stone Cold Steve Austin. Mr. McMahon will be the special referee. But I really don't give a rat's ass about all that. To further ensure a new champion be crowned at Over the Edge, the WWE owner would try to drain the rattlesnake's venom. Leute. Ich habe hier ein kleines technisches Problem. Ich guck mir das mal gerade so an. So, es geht weiter. Ja. Das gucken wir uns nochmal so an, ne? Mal sehen, ob das jetzt wieder so hängen bleibt. Mal hoffen nicht, ne? To further ensure a new champion be crowned at Over the Edge, the WWE owner would try to drain the rattlesnake's venom. I assaulted Stone Cold Steve Austin and got away with it. Since I was assaulted, arrest that piece of trash right now. How dare you have me arrested and then place conditions upon my release? A condition of apology, which I did not mean. There isn't one superstar that can intimidate me. But Stone Cold was looking to do more than merely intimidate the chairman. Austin is gonna whip the hell out of Vince McMahon right here. There's Dude Love. Oh. So, nett. Mal sehen, was wir machen müssen. Bestimmt wieder so versteckte Ziele und Attitude-Moment und so. Und so. Nur ein verstecktes Ziel und zwei Match-Ziele. Bringe Dudloff-Schadens auf Moderat und versuche einen Pin. Gewinne das Match.
Okay. Oh mein Gott. Ja, schön. Ja, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung gerade da oder halt diesen jetzt blöden Schnitt, dass ihr ein paar Sachen zweimal sehen musstet, aber naja, meine PS3 hat das irgendwie aufgehangen. Kein Plan wieso. Aber naja. Ist leider so passiert. Aber nicht so tragisch. Aber das müsste das letzte Match von Stone Cold sein. Also von der Ära da praktisch, der Storyline. Und dann kommt wieder was Neues. Was heißt, dass das nur auch Schluss sein wird. Ich versuche jeden Tag eine Storyline auf meinen Kanal drauf zu packen. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. Ich denke aber schon, weil sie sind nicht so groß eigentlich. Habt ihr schon größer im Kopf gehabt. Also von Stone Cold ist sie jetzt sehr klein sogar. Ja. Schön mal hier bombardieren. Ah, ein Paltweiber. Alles klar. Findet ihr, dass CM Punk so der neue Stone Cold werden kann? Halt nur ohne Saufen, sondern halt mit Straight Edge. Oder findet ihr, CM Punk ist viel zu überbewertet und es gibt längst einen anderen Wrestler, der es sein können oder könnte? Klar, Randy Orton kann es auch sein eigenes, aber man macht leider nichts mit ihnen. Keine Storylines, keine Charakterentwicklung. Er blockiert auch selbst ein bisschen mit seinem irgendwie Wrestling-Stil, den er auf Wikis ganz unten draufschraubt. Also keine High-Flying-Moves, keine gefährlichen Moves mehr, die irgendwie ihn verletzen könnten. Na, ist aber einfach. Okay, moderat. Okay. Oh. So, verstecktes Ziel. Okay. Na, das ist doch einfach. One. Two. Three. Lol. Wie einfach. Wie geil. Geiles Ding. Ich glaube, jetzt kommt der Übergang zu Mick Foley. Vielleicht. Over the Edge Arena bekommen. Awesome 360. Coole Sache. Ich habe für das andere keinen Trophäe bekommen, weil da noch ein Match fehlt. Werde aber irgendwann in einem Video nochmal nachholen, am Ende. The Austin-McMahon Rivalry turned the tide in the Monday Night War. I agree with you, Vince. So ein Truck. Mr. McMahon tried multiple solutions to tame the rattlesnake,
But transforming Mick Foley into his corporate crony was plan A. Things may have started to go awry for Mr. McMahon and company. The rattlesnake has struck! Austin is still the champion! A plan that no longer served him any purpose. Your services are no longer required. While Mr. McMahon made it clear that Dude Love would have to go, a certain phenom voiced that he was here all along. Oh, okay. And would not be moved. Even after all his hand-chosen favorites left town, I stayed by his side, thinking my time would come. How do I get repaid for that? He forces me to fight my own brother. That's gotta be Kane! He's waited 20 years to face his brother! Oh, this is a war. This is a war where there will be casualties. And after the last 8 months, I've had enough. Now it's time The Undertaker got what is rightfully his. You want to be the number one contender? Let's see what happens when you have to face your brother, Kane! Okay, Undertaker Storyline kommt nun, aber ich bin mal ein kleiner Fuchs hier und sage mal Tschüss. Ihr seht mich dann am nächsten Tag, nächstes Video, whatever. Euer Sloyd. Ciao.